Ein ganz bekannter Ökonom hat mich zu diesem Bild inspiriert. Er sagte, man kann völlig gefahrlos mit dem Paternoster durch den Keller fahren. Man muss nur die Ruhe bewahren. Also wenn die Aktien mal runtergehen, ja, es ist kein Tipp jetzt für 70, 80, 90-Jährige. Aber wenn Sie jünger sind, also je älter Sie sind, desto kleiner muss Ihr Aktienanteil werden. Nicht auf null, aber er muss kleiner werden. Aber gerade jetzt für die Jüngeren oder für die in den besten Jahren, also das ist so bis 65, denke ich, sind doch die besten Jahre, oder? Würde ich einen erheblichen Aktienanteil gut finden. Satz von dem Herrn Jarboys, man kann völlig gefahrlos mit dem Paternoster durch den Keller fahren, denn die Dinger kommen ja auf der anderen Seite wieder hoch. Man muss nur die Ruhe bewahren. Da unten stinkt es nach Öl, da quieken ein paar Ratten, ja? Aber einfach ruhig drin bleiben und nach ein paar Augenblicken geht es auch schon wieder hoch.